hast so lange gewartet auf das Geschenk deines Lebens und diesen Abend, doch es war vergebens. Hast so lange gewartet, nie aufgegeben, und heute Abend wirst du sehen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Sie ist noch sehr klein und wohnt mit ihrer Mutter allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem dreckigen Stadtteil. Sie sitzt oft vom Haus allein und verbringt dort ihre Zeit. Und jedes Mal so um 8 ruft ihre Mutter sie rein. Hände waschen, essen, beten und dann schläft sie ein und träumt von ihrem Vater. Vielleicht kommt er morgen vorbei. Sie kennt ihn nur von Bildern, ihre Mutter kann ihn nicht leiden, denn er ist Musiker und sein Gesicht fast in jeder Zeitung. Und jedes Mal vor Heiligabend gibt sie ihren Wunschzettel ab. Jedes Mal steht nur ein Wunsch drauf, den sie jedes Jahr hat. Sie wird ihren Vater gern sehen und hätte gerne Kontakt. Sie sieht man sonst nur mit Tränen, wenn sie ihre Geschenke auspackt. Am nächsten Tag, 7:50, sitzen beide am Tisch. Dann klingelt es an der Tür, doch weiß keiner, wer es ist. Man hört nur Schritte im Hausgang und eine tiefe Stimme, die spricht. Und sie wusste, dass das Geschenk ihres Lebens ist. Hast du lange gewartet auf das Geschenk deines Lebens und diesen Abend, doch es war vergebens. Hast du lange gewartet, nie aufgegeben, und heute Abend wirst du sehen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Sie sitzt einsam da, lässt Revue passieren, was ihr geschah in diesem Leben. Sie fährt sich durchs Haar, ist in Tränen nah, denn sie hat nicht mehr lang zu leben. Und niemand, der für sie da ist, in dieser schweren Zeit. Ihr Sohn hält sie für apathisch, es wäre besser, wenn sie im Altersheim bleibt. Und an Tagen, an denen man Feste feiert, ist sie oft sehr allein. Doch eines Tages sollte es so sein, ein junger Mann kommt zur Tür herein. Schaut sie an und lächelt fröhlich, schenkt ihr ein Bild und sagt, Oma, ich lieb dich. Es war ihr Enkel, den sie so lange suchte, vergebens. Es war das beste Geschenk ihres Lebens. Hast du lange gewartet auf das Geschenk deines Lebens und diesen Abend, doch es war vergebens. Hast du lange gewartet, nie aufgegeben, und heute Abend wirst du sehen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Vielleicht ist heute Abend und vielleicht wird's heute geschehen. Du hast so lange gewartet, ich will dich jetzt glücklich sehen. Die Story, ein kleiner Junge, circa 5 Jahre alt, verschneite Großstadt und draußen war es kalt. Daheim mit Mom und Pap vorm Weihnachtsbaum, das Geld viel zu knapp für einen Weihnachtstraum. Jedes Jahr wie gebannt und glücklich durchs Kerzenlicht, doch für die Eltern ein Anblick, der ihre Herzen bricht. Für große Geschenke reicht's nicht, sind von Schulden zerfressen, meistens reicht's gerade so für ein gemeinsames Essen. Doch der Kleine hofft immer noch, dass es den Weihnachtsmann gibt. Er fragt sich nur jedes Mal, warum er ihn immer vergisst. Doch kurz vorm Schlafen entdeckt er dieses kleine Paket mit roter Schleife und einem Zettel, auf dem geschrieben steht: Das ist dein Geschenk für dich und das, was du so liebst. Pack es aus, setz ihn auf und lausch deiner Musik. Wenn du sie hörst, denk an uns, wir haben alles gegeben. Er hat den Kopfhörer noch heute, es war das Geschenk seines Lebens. Hast du lange gewartet auf das Geschenk deines Lebens und diesen Abend, doch es war vergeben. Hast du lange gewartet, nie aufgegeben,